die grössten Meilensteine? Ui, das ist irgendwie schwierig zu sagen. Also, für mich gibt es irgendwie zwei Phasen. Die eine Phase ist für mich als Spielerin und die andere Phase ist als Verantwortliche. Und, ich glaube, in dieser Phase, in der wir jetzt sind, seit den letzten 17 Jahren, haben wir wirklich Step für Step Fische machen und sehr, sehr viel entwickeln. Und man sieht jetzt hier hinten noch unseren Pokal, was wir mittlerweile erreichen konnten. Viele Freundschaften, die für immer bleiben, denke ich. Ganz viel tolle Emotionen, tolle Erfolge, die wir zusammen feiern dürfen, wie Meistertitel, Cup, mehrfach. Ja, es macht Spass. Familie sicher verbinde ich viel mit dem ZSC, seit ganz klein auf, dürfen hier dabei sein, ist sicher mega toll. Und, ja, ich schaue auch in die Zukunft und es macht Spass. Ja. Also, am ersten Mal denke ich, es fühlt sich so alt an. Also, irgendwie, ich fühle mich richtig alt, ich gehöre Rekordspielerin. Aber ich fühle mich nicht alt, ich bin auch nicht alt, aber es ist echt stolz. Ich bin recht stolz, wenn ich das tragen darf. Wenn ich überlege, ich habe mit 12 glaube ich, das erste Spiel gemacht bei den Frauen im C. Ich durfte den Aufstieg miterleben als B, als Goalie. Und dann als Spielerin den Aufstieg ins A miterleben. Den ersten Meisterschaftstitel. Und ja, es ist schon cool, den ganzen Weg zu begleiten haben. Ja. Ich engagiere mich so für die Frau, weil für mich ist wichtig, dass sie endlich einen Stellenwert bekommen, Gleichberechtigung mit den Männern. Und auch mal einfach mal im Club ein Zeichen setzen, wenn man etwas macht, dann soll man etwas mit Herzblut machen, mit Leidenschaft, mit Engagement. Und wirklich für die Frauen anstehen, wirklich einsetzen, mithelfen, wo man kann, sei es für die Mannschaft intern, sei es, dass man Match durchführen kann. Und auch diese Leute braucht es im Hintergrund, für das mal das Klima einwandfrei über die Meisterschaft bringen. Ich persönlich verbinde natürlich vor allem meine erste richtige Trainerposition mit der ZSC Frauen. Bei 6 Jahren sehr tolle Zeit als Trainerin im ZSC. Ist jetzt sicher so ein bisschen das grösste Highlight, der erste Meistertitel gsi, wo wir können feiern. Und ja, ganz, ganz viele verschiedene Erlebnisse und Zeit, die wir dürfen feiern. Und da gibt es ganz viele Erlebnisse, die ich so verbinde mit Zürich. Sehr schöne Zeit gsi. Und bin unglaublich dankbar, habe ich die Zeit so erleben. Ja, aber ich habe meine letzte Zeit als Spieler bei der ZSC Lions verbracht. Ich konnte ein paar Jahre noch für die ZSC Lions spielen und da meine Karriere beenden. Und bin nachher von der Daniela hat mal das Telefon geschellt und da war Daniela dran und fragte, ob ich nicht als Coach wieder zurückkomme, als Off-Ice-Coach. Und so bin ich dann ein bisschen rein und habe dann insgesamt 4 Jahre als Coach dann auch noch bei der Lions tätig war, ZSC und nachher auch 2 Jahre noch im GCK. Ja, natürlich der nächste Meistertitel, der 8. Meistertitel in der Geschichte. Das wäre wunderschön, aber auch eine gute Zukunft, damit sie weiterhin erfolgreich sein können und damit sie möglichst viele Spielerinnen können begeistern können, um anfangen Hockey zu spielen und Freude haben am Hockey. Ich wünsche den ZSC Lions Frauen viel Erfolg, auch in Zukunft, dass sie Kraft haben, auf deren Erfolgsbasis, die sie heute haben, weiter auszubauen und in 40 Jahren wieder können so ein Festnetz machen, damit wir wieder zusammenkommen können und sagen, ein Riesenerfolg für die ZSC Lions Frauen. Ich wünsche den ZSC-Frauen, dass sie weiter mit so viel Freude und Elan die Vorbildfunktion für ganz, ganz einen Haufen junge Mädchen nehmen und auch ein Vorbild mit ihrem Teamgeist für meine Mannschaft sind und selbstverständlich im 40-jährigen Jubiläumsjahr, wie der Peter Zahmer gesagt hat, der 8. Meistertitel vor hoffentlich 10'000 Zuschauern in der Swiss Life Arena. Jetzt einfach das Umschalten von der Week auf 100%. Ja, sie kommen und dann haben wir ein cooles Publikum da draussen.
Es sind viele Leute da, es sind auch von der Verwaltung her, es sind drei Herren da. 1, 2, 3, Roar! Ha ha ha!